Wegen starker Regenfälle und heftigen Gewitter ist es am Donnerstagabend zu zahlreichen Einsätzen in Wien gekommen. In der Antonie-Platzergasse in Penzing ist ein Einfamilienhaus nach einem Blitzschlag in Brand geraten. Das Dach musste laut Berufsfeuerwehr Wien mit Motorsägen geöffnet werden. Gelöscht wurde das Feuer mit drei Löschleitungen. Auf der Währinger Straße hatte ein Blitz einen rund 15 Meter hohen Baum gespalten. Laut Einsatzkräften war ein größerer Teil auf dem Wohnhaus zu liegen gekommen. Dieser musste von den Feuerwehrleuten abgetragen werden. Aufregung gab es auch auf dem Gürtel. Wegen des starken Regens stand dieser zeitweise sogar unter Wasser. Etliche Ampeln waren ausgefallen. Es kam umgehend zu Staus. Einige Menschen mussten in den Abendstunden auch ohne Strom ausharren. Etwa zwanzig Menschen waren zudem in der Zwischenzeit in Aufzügen eingesperrt. Die Insassen mussten gerettet werden. Daneben war die Feuerwehr mit losen Bauteilen, umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen konfrontiert. Zwischen 21 und 2 Uhr kam es deshalb zu etwa 70 Einsätzen.